Wir sind jetzt eine ganze Weile an der Donau entlang gefahren und jetzt geht es ein bisschen eine kurvenreiche Straße am Berg auf. Und jetzt fahren wir in Richtung Tschechei. Wobei nicht so direkt, weil wir fahren jetzt erst einmal, glaube ich, nur einen Zipfel durch Deutschland, dann wieder durch Österreich und dann schließlich zu den Tschechen über. Wir sind jetzt auf einer Landstraße, die ist überall nach Linz beschildert. Schöne, hügelige Gegend und alles nicht weit von der Donau. Alle Fälle. Wir sind jetzt in dem kleinen Ort Aigen gelandet. Und naja, den Ort muss man nicht wirklich kennen, aber es ist ganz gemütlich hier und eine Wahnsinnskirche haben sie. Wir sind jetzt inzwischen auf der tschechischen Seite. Das war von da, wo wir gestanden sind, vielleicht 3 Kilometer. Und das war wahrscheinlich mal früher das Grenzergebäude. Oder der Grenzschutz, sagen wir mal so. Dann kam es mal bei den Tschechen, ist der Wald dichter. Ja. Jetzt stehen wir an so einer Fähranlegestelle, wo es eigentlich über den Stausee gehen sollte. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da ist einfach nichts. Da sollte die Fähre sein. Auf jeden Fall sind wir jetzt im dritten Land. Und nämlich in der Tschechei. Aber wir müssen jetzt wieder nach Österreich zurückfahren, weil wir kommen da gar nicht hin, wo wir hinwollen. Wir fahren jetzt quasi um diesen Stausee rum. Und weil die Fähre geht nicht, dann kommt man halt immer wieder durch den Wald und dann fährt man wieder am See entlang. Also das ist echt ganz schön hier. Jetzt kommt auch noch die Sonne ein bisschen raus durch den Nebel. Ja, links neben uns, ich weiß nicht, ob man es so richtig sieht, ist gleich der See. Fahr zu. Genau, mach ja. Schmalen. Und hier ist der See. Immer wieder Häuschen am See. Schön. Ja, und jetzt fahren wir über einen Staudamm, weil der See ist schon irgendwie ein Stausee. Jetzt fahren wir dann auf der Ostseite von dem See nach Norden. Schöner Blick über den See. Und wir fahren jetzt da über die kleine Landstraße, suchen uns jetzt dann einmal was zum Essen. Einen Parkplatz, wo wir essen können, weil wir haben uns ein paar Semmeln gekauft. Zahlen in der Tschechei geht übrigens eigentlich recht problemlos mit der Karte. Also man muss nicht unbedingt tschechische Kronen tauschen. Ja, im Tschechischen, es gibt ein paar Häuser, die sind echt gut in Schuss, aber es gibt auch welche, die sind im Grunde Ruinen. Und irgendwie, da haben sie keinen Sinn dafür, das irgendwie in Ordnung zu halten. Wir fahren jetzt jedenfalls wieder in Richtung deutsche Grenze, Richtung Bayerischen Wald. Und nachdem wir ja nur ein Wochenende unterwegs sind, werden wir dann so schön langsam eben wieder heimfahren. Wir müssen ja Sonntagabend wieder da sein. Da im Böhmerwald könnte man sich ja jetzt durchaus vorstellen, dass sich größere Beutegreifer wohlfühlen. Ist tatsächlich so, Wölfe gibt es wohl, Bären allerdings nicht. Also die gibt es irgendwo ganz im Osten von Tschechien, ganz an der Grenze zur Slowakei gibt es mal vereinzelt welche, ansonsten eher nicht. Luchse kann man sich jetzt gut vorstellen, aber weder Wölfe noch Luchse wird man wahrscheinlich zu Gesicht kriegen, weil
die haben was anderes zu tun, als irgendwelchen Menschen über den Weg zu laufen. Also keinerlei Gefahr. Wir haben jetzt übrigens gerade auf tschechischer Seite nochmal getankt. Also der Sprit ist bei den Tschechen schon so rund 20 Cent billiger wie bei uns. Ja, haben wir natürlich nochmal voll gemacht. Jetzt haben wir auch nicht mehr weit zur Grenze nach Deutschland. Und wir fahren jetzt dann so Richtung Hengersberg und dann Deggendorf und Horm. Hilft ja nichts. So ein Wochenende ist einfach doch zu schnell rum. Aber die Ecke hier ist auf alle Fälle wunderschön. Das ist eher was natürlich fürs Frühling oder gar für den Sommer. Da kommen wir bestimmt nochmal her.